Axtattacke am Flughafen von Bangkok in Thailand. Überwachungskameras filmen, wie ein 34-jähriger Mann zuerst mit seinem Roller die Sicherheitsschranken durchbricht und dann aufs Rollfeld fährt. Angeblich will er einen Flieger kapern. Dann attackiert der Mann die Mitarbeiter mit einer Axt. Und der Täter trägt auch eine Waffe bei sich. Zeugen filmen die dramatischen Szenen. Flughafenmitarbeiter versuchen, ihn einzufangen, doch er kann fliehen, und zwar in das Innere des Terminals. Angestellte können gerade noch die Türen zusperren. Es herrscht Panik unter den Passagieren. Das alles stoppt den Täter nicht. Er greift zur Axt und zerschmettert eine Glastür, bevor Mitarbeiter mit Schlagstöcken auf ihn einprügeln und ihn so endlich fassen können. Die Polizei sagt später aus, dass der 34-jährige Kaufhausangestellte unter dem Einfluss von Drogen stand. Einige Beteiligte werden verletzt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, aber für seinen Angriff auf dem Flughafen droht ihm im schlimmsten Fall die Todesstrafe.